Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir mal wieder ein Matchtex Action Video machen. Ich habe hier leider erst, oder besser gesagt, erst drei oder vier dazu gemacht. Ich habe ein 5 Booster Unboxing gemacht, ein Display Unboxing und ein Mappen Update. Heute kommt das vierte Video, müsste es dann sein. Und ich habe mir aus dem Top Store die beiden Bundles bestellt. Bei diesem 12 Tage Road to Weihnachten Event da. Einmal mit der Meisterschale und einmal mit dem Spielball, jeweils für 10 Euro, und dazu gab es dann die 5 Booster jeweils noch. Es blendet leider ein bisschen, aber ich sammle ja die Limis immer sehr gerne oder sehr oft, auch wenn ich jetzt nicht alle sammle, aber die sind schon relativ Pflicht für mich, und ja, das blendet halt ein bisschen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so ganz schlimm für euch. Wir machen ein Unboxing-Battle, jeweils immer halt der beste Spieler. Und wir machen einfach nur normales Unboxing ohne Stat Unboxing Battle. Ich hoffe einfach mal, dass wir heute eine Limit ziehen, weil sind ja schon ziemlich leer und das werden wahrscheinlich auch die letzten Booster sein. Ich brauche ja noch maximal 10k. Ah, oh, das ist safe, glaube ich, 100k Havertz. Im ersten Pack. Moin, moin. Das ist immer so witzig, Leute. Dieser Kai Havertz, der verfolgt mich schon gefühlt. Auch schon gefühlt 3 oder 4 Mal gezogen. Dann haben wir Berzuschkov, Günther, Dost, Wendel, sind beide gut, Nazarov, Prömmel, Sebastian Rudik, ja, jetzt nicht so wirklich gut, Baker, Guerrero, dann haben wir Zakaria, Matchwinner, den brauche ich sogar noch, und Havertz, und Havertz und Zakaria sind beide gut, und ich brauche ja, wie gesagt, sogar noch den Matchwinner von dem Zakaria. Wie sind die jetzt auf einmal so rum drinne? Das ist einfach wieder falsch. Also die Booster sind auch schon wieder unterschiedlich gepackt. Das schmeckt auf jeden Fall auch schon wieder. Dann hat man schon wieder einen Club-Logo. Das heißt, über die Spieler muss es kommen, wie gesagt. Ja. Dann haben wir Nauber, Salif Sané, Toprak, Player, Hartl, Hultmann, Terodde, Luke Bacchio, Wachhorst, Bacalords und das Logo. Und es gibt hier meist höchstens 3 Spieler, die gegen die beiden antreten können. Aber ich denke, dass jetzt keiner hier gegen die antreten kann. Also bleibt es hier beim. Legen wir mal einfach mal den Zakaria raus, weil ich den noch brauche. Und die Meisterschale oder die Meisterschalenkarte führt. Ja. Ich verstehe eigentlich, das ist ja. Was jetzt. Das ist komisch. Also ich finde es komisch. Das ist der von den Boostern. Aber ich brauche, glaube ich, das KSC-Logo sogar noch. Oder habe ich es getauscht? Auf jeden Fall brauche ich das noch mit dem Display-Unboxing. Übrigens, das Video wird einen Tag hier vorher aufgenommen, also am 12. Und dann haben wir Carstens, Otschipka, Pizarro, Hinteregger, oh, Goretzka, Kreuzer, Friedrich, Grilic, Halstenberg, Delaney und Karlsruhe. Halstenberg, Delaney und Goretzka sind die besten, aber Goretzka ist na klar der stärkste. Ich hoffe jetzt mal wieder auf den Matchwinner. Ja. Oh, ja, den brauche ich noch. Ich brauche noch den Mainzer Torwart. Das ist doch dieser Florian Müller. Ich glaube, und dann brauche ich nur noch Gregoric und Dennis Geiger als Match. Und dann habe ich alle. Das ist ehrenwert. Dann haben wir Kuhn, Richter, Martin, oh, Goretzka, Lul, Zoller, Kempe, Mees, Michel, Kaderabik, Larsen und Müller. Ja, ist halt unentschieden, weil Goretzka die gleiche Karte ist. Und ist halt gleich gut, ne? Dritte Runde. Augsburg. Oh, das ist Gregoric. Oh, oh ja. Ja, ja, ja. Ich liebe die Booster. Mühling, Kutucu, Jatta, Neuhaus, oh, Coutinho. Ja, ist bisher der Beste. Stefaniak, Leipatz, Andersen, Bicakcic, Hakimi und ja, Gregoric. I love this game. Oder diese Cards. Ja, wieder ein Club-Logo, das heißt, die sind gefühlt schon wieder geschlagen. Weil es gibt ja nicht so viele gute Base-Karten jetzt. Und also wie unwahrscheinlich ist jetzt zum dritten Mal Goretzka zu ziehen. Dann haben wir Hoffmann, Haberer, Fernandes, Tars, gut, aber schafft es nicht gegen Coutinho, Ebert, Risse, Tekpartey, Kalou, Knoche, Nkunku und das Fürth-Logo. 3-1. Und sozusagen, jetzt schon Matchball, haben sie schon auf jeden Fall unentschieden gesaved.
Und das ist Adams als Matchwinner, den brauche ich leider nicht mehr. Aber auf jeden Fall auch Matchwinner. Dann haben wir Nils Körber, Schwolo, Fernandes, Traoré, Soares, Melem, Hector, Duvedan, Darida, Roussillon und Adams. Diesmal haben wir jetzt nicht so den krassesten Spieler. Ja, vielleicht so Hector oder Roussillon. Dann lasse ich einfach mal wegen der aktuellen Form Roussillon draußen liegen. So. Ja, besser gesagt so. Wieder das. Oh, das Logo brauche ich auch noch vom VfL Wolfsburg. Osnabrück, Entschuldigung an alle Fans von Osnabrück. Ich bin ja auch eigentlich. Ich bin auch so insgeheim so ein kleiner Fan von den Osnabrückern. So, dann haben wir Gordon, Schmidt, Gonzales, Kittel, Volland, ja, kann das auf jeden Fall aufnehmen mit ihm. Hartherz und Risotto, Bülter, Zimmermann, Kalu und ja. Und um einfach es noch spannend zu machen, die haben beide 88, mache ich nochmal den Punkt. Also theoretisch hätte ich auch dem Roussillon den Punkt geben können. Aber wir geben mal dem den Punkt. Und jetzt entscheidet es Bremen Abwehr. Das ist der Matchwinner von Moisander. Und wir haben hier noch eine Special-Karte. Alicode. Ah, das ist jetzt mies. Wiederführt Logo. Aber es gibt einmal pro Testversion Booster, wo zwei Special-Karten drin sind. Und den haben wir getroffen. Geil. Dann haben wir, wie gesagt, Körber, Schwolo, Ochipka, Pizarro, Arangis. Arangis ist bisher der Beste. Mafraj, Skihibi, Hennings, Leimer, Fürth und Moisander. Und Arangis ist der Beste. Ist jetzt auch nicht so gut. Ist zwar momentan in guter Form, aber ist auch nicht in schlechter Form. Und das ist Zach Steffen als Matchwinner. Oh, den brauche ich auch noch. Stimmt, den habe ich vergessen. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch den Matchwinner von Dennis Geiger. Ich glaube, wir haben leider keine Limi gezogen. Nee, leider nicht. Wir haben Urahim, Max, St. Just, Shahin, Operisic, Lee, Sörensen, Löwen, Skov, Prip und Steffen. Ja. Und tatsächlich noch das 3-3, weil Perisic ist. Ich bin jetzt nicht so Perisic-Fan, aber ist auf jeden Fall stärker insgesamt von der ganzen Karriere her. Und das heißt, am Ende gibt es einen Unentschieden und zweimal Goretzka gezogen. Wir hatten auf jeden Fall gute einige Karten, die ich noch brauche. Selbst bei den so wenigen Karten, die ich noch brauche. Und ich würde sagen, das war's. Ihr könnt jetzt hier noch den Kanal abonnieren, hier noch die Matchtext-Playlist auschecken und hier ein empfohlenes Video. Gerne liken und abonnieren. Danke für den ganzen Support. Mal gucken, was am Sonntag für ein Video kommt. Mittwoch kommt Champions League, ein Champions League, Multipack. Ich kann noch mal kurz die Karte holen. Ich habe nämlich auch das Bundle hier gekauft vom letzte Woche Freitag vom Nikolaus. Und ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.